Stadtamor, glaub ja nicht, dass nur weil du ein paar Wochen bei mir auf See warst, auf Schiff warst, dass ich alle von dir und deinen Gefährten kenne, die du irgendwo mal bei dir hattest. Bin froh, dass ich mich an deinen Namen erinnere, Stadtamor. Ich knirsche kurz mit den Zähnen. Aber mir lässt uns auch bitte. Tut mir leid. Wenn es sein Bin muss. der Meinung, wir haben dich irgendwo vom Maraskan rausgeschmissen. Bei Boron, Ja, oder? offensichtlich bin ich nicht, ist der gute Wilbur nicht der Einzige, dem das Gedächtnis langsam abhanden kommt. Er holt eine Balestrina raus und legt sie vor sich mit dem Lauf in Richtung von deinem Bauch auf den Tisch. Was willst du damit sagen? Dass sie mich an alle Helden erinnern soll, die bei mir mitgefahren sind? Nein, Weißt du, was wir für einen Verschleiß haben? deswegen meine ich ja, verzeiht, dass ich vergessen habe, dass ihr den guten Jamorenes gar nicht kanntet. Wie Wen? gesagt, mir ging den Mann in dem Kittel. Den Schwarzmagier. Ja. Er ist mal bei mir an Bord gewesen. Wie gesagt, mir entglattet in letzter Zeit manchmal das Gedächtnis. Ja, dann wirst du vielleicht alt. Möglich. Aber mich kennt ihr doch. Also, was habt ihr vor? Bevor du den Eid bei Resovik nicht abgeleitet hast, sage ich dir gar nichts. Und ich kann den Eid bei Resovik schlecht ableiten, wenn ich nicht weiß, ob unsere Ziele übereinstimmen. Und dann erzählst du mir von deinen Zielen. Ich werde den Teufel tun und dir meine Ziele erzählen. Nun stellt sich heraus, die bucklige Mistkröte ist ein sehr nachtragender, ich will kaum Mensch sagen, und hat es immer noch auf uns abgesehen. Und meine Kameraden haben mich in einige Überzeugungsarbeit dazu gebracht, dass wir ihn aus dem Weg räumen müssen, bevor wir alle in Frieden leben können. Also Und geht es für uns jetzt? nach, also geht es für uns nach Mendena. Nach Mendena, aber nicht mit meinem Schiff. Feuerhafen kann ich dich rauslassen. Das wäre vermutlich nah genug. Wahrscheinlich schon. Also Wenn habt du ihr an nicht. Havax vorbeikommst. Also habt ihr nicht vor, den Mistsack zu stürzen? Was soll ich mit Xeran? Er war nie eine Gefahr. Ich hab dir schon gesagt, dass das immer Palligan war. Und ist. Mächtiger als je zuvor. Aber ja, wir können dich in Feuerhafen rausnehmen. Geben dir ein Boot. Und deinen Gefährten auch. Aber sie müssen sich nützlich machen. Und Sold können sie auch keinen erwarten. Das haben wir ihnen schon vermittelt. Nun, ich werde mit ihnen sprechen. Es kann sein, dass sich eine Möglichkeit auftut, unauffälliger nach Medina zu kommen. Ganz wo du willst. Aber danke für das Angebot. Ich hoffe, was auch immer ihr plant, hat Erfolg. Wird es. Also gut, ohne Meldung. Raus. Alles mit euch. Alles mit uns allen. Raus! Ich trete dann vor die Tür, schließe sie hinter mir zu, gucke in die Runde, schüttel mit dem Kopf und gehe. Und was hat er gesagt? War er nett? Er war angespannt. Kommt, gehen wir erst einmal nach Hause. Mir steht der Sinn nach Mittagessen. Da sind wir jetzt aber ganz schön weit gelaufen dafür, dass du eine Minute mit dem Komm redest. einfach! Wir reden zu Hause. Wir haben eine Verabredung, ich und Isaron in der Akademie. Wenn ihr uns entschuldigt würdet. Bitte, bitte. Ihr braucht doch keine Eskorte, oder? Nein, natürlich nicht. Also da finden wir schon alleine hin. Ich frag nur nicht, dass er am Ende verloren geht und dann sagt einer, Rafim hat euch auch keine Eskorte angeboten. Ja, das wissen wir zu schätzen, danke. Aber Passt du mir, mal lieber auf. pass auf alle auf. Natürlich. Gut. Ja, je. Er ist der Schwarzmagier, Isarun, der ist viel gnadenloser als du. Ja, genau. Die Pfeile des Lichts haben eine äußerst warmherzige Reputation. Rafim, ich denke, wir sollten auf Jalan aufpassen. Er wirkt doch zunehmend ein bisschen, naja, verwirrt. Pissig? Oh, ich Ja. wollte pissig sagen. Oh, gut. Ja, verwirrt ist auch netter. Sagen wir verwirrt. Ja, die ganze Sache gestern hat ihm wohl sehr zugesetzt. Ja, dann viel Spaß, dieser Runa. Aber mir lasst euch nicht ärgern, ne? Komm schon, Jalan, wir besorgen dir ein Mittagessen. Dann wird's auch alles nicht mehr so schlimm. Ja. Ach, ich glaube, es ist diese Hitze, die mich fertig macht. Wir sollten ins Maraskana-Viertel gehen. Da gibt Nein, es sollten wir sehr nicht. guten. Oh, wieso? Der Weil alte die Kopf, Katze. den Sie.
Jetzt, wo ihr sagt, doch, lasst uns das tun. Wieso tut ihr mir das an? Jedenfalls, sobald wir dann so zwischen dem Hafen und da, wo der Klatsch anfängt, werde ich halt kurz informieren. Ich denke, wir fahren mit Ogden. Sanin hat irgendwas vor, aber es hat nicht mit dem Buckligen zu tun, also bringt es uns nichts, irgendwelche Eide abzulegen und uns Seefahrertests zu unterwerfen, nur für eine Woche Fahrt. Ja, finde ich gut. Ogden war auch viel freundlicher. Aber es sollte trotzdem noch mal jemand einen kritischen Blick auf sein Schiff werfen. Ich bin betrübt. Ich hatte gehofft, wir könnten Sanin was Verbündeten für die ganze Sache hier gewinnen. Naja, mittelfristig ist er ja unser Verbündeter. Also, mindestens mein Verbündeter, auch wenn er von seinem Glück noch nichts weiß. Er wird uns hierbei aber nicht helfen. Ich hatte dieses Gerücht, dass sich selber ans Geldspeicher ausrauben wollen, fast geglaubt. Schließlich ist er ja offenbar mittlerweile sehr knapp bei Kasse. Krieg ist teuer. Ich hoffe, wir sehen ihn eines Tages wieder. Unter besseren Umständen. Ja, und so gehen wir irgendwo im Maraskana-Viertel etwas fast ungenießbar scharfes essen. Genau, dann dürft ihr alle mal eine Selbstbeherrschungsprobe ablegen, außer Abel, mir und Iserun. Die werden an der Akademie empfangen genommen. Warum würfel ich Zechen? Zechen ist auch eine gute Idee, ja klar. Ich habe beide geschafft. Und selbstverständlich werdet ihr in Empfang genommen von Kardiel Okarim, der Spektabilität persönlich. Ein 56-jähriger Magier, weit wohlbeleibter Mann mit gepflegtem pechschwarzem Haar, Oberlippenbart und recht dunkler Hautfarbe, möchte man meinen. Ein eitler Thulamide mit dezenter Schminke, die er aufgetragen hat. Eine rote Robe aus feinster Brabaka-Seide, die mit Silber bestickt ist. Ein großes Gewand der Verwandlungsmagie, wie ihr wisst. Er trägt außerdem einen Fes aus Seidengewürk auf dem Kopf. Wenn er euch dann durch die Gänge führt und dabei ausschweifende Gesten benutzt, seine Akademie ist es ja immerhin, werdet ihr in ein großes thulamitisches Zimmer geführt, wo ihr tatsächlich eine weitere Spektabilität erkennen könnt, die hier eigentlich gar nicht hingehört, aber die hier schon fast zum Inventar gehört, Rakorium Montagonis. Und vor ihm aufgebaut ein Brett mit roter und weißer Kamele. Eure Spektabilitäten. Ich hoffe, wir stören euch nicht bei eurem Spiel. Nein, selbstverständlich nicht. Setzt euch Tee, Kekse. Ein Gadang wäre hervorragend. Ausgezeichnet. Nun, ich habe schon viel von euch gehört und ich freue mich natürlich, dass wir uns jetzt einmal auch persönlich jetzt hier so treffen. Iserun von Spogelsen und Abel Mirja Morenes. Auch wenn ihr mittlerweile nicht mehr in der Grauen Gilde seid, aber Geld öffnet Tür und Tor. Ich habe gehört, dass ihr vieles davon habt. Was können wir also für euch tun? Nun, ich möchte diese Armschienen ihrer wahren Bestimmung zuführen und sie mit eurer Hilfe... Nun Schwarzstahl. In der Tat, ihr habt ein gutes Auge. Selbstverständlich Endurium. Ich glaube, wenn man jetzt mit normalen Metallen anfangen möchte, dann wäre das teuer. Aber wenn man jetzt auch noch Endurium verzaubern kann, dann können wir ja noch mehr nehmen. Ja, währenddessen könnt ihr euch den hageren, greisenhaften Magister ansehen, Rakorium Montagonis, der euch... Er ist sichtbar gealtert, hat seinen Stab da so ein bisschen neben sich liegen, so ein abgetragenes Konventsgewand mit vielen, vielen Flicken, so also Sternen und Mondsymbole drauf, der euch doch trotz seines Alters aufmerksam anblickt. Ja, wie gesagt, ich suche eine Verzauberung. Ein stabiles Kortexialstratum mit externer Impensation des Kantus des rivalisierten Plumbumbarum, wie man ihn in Garitia nennt. Ja, sehr gut. Er würde die Armschienen dann nehmen und so ein bisschen ans Fenster halten, als ob er sie dann in der Sonne begutachtet. Währenddessen wird Rakorium Montagonis sich mit seinem Stab aufstützen und dann so ein bisschen zitternd, vielleicht auch ein bisschen zerstreut, auf Iserun zugehen und ihr dann ins Ohr flüstern. Iserun, habt ihr schon davon gehört, dass der Zauberer-Mogul wieder da ist? Nein, ein Zauberer-Mogul? Stand sogar im aventurischen Boten.
Oh, ihr meintet diesen Braberka-Artikel? Ja, kommt, warum Mordar, setzen wir uns der Zauberkönig hier? Mordar. Na, von dem habe ich noch nie etwas gehört. Was ist denn das für einer? Oh, eine exische Verschwörung. Damals der Herold, Nachtblaue Herzogin. Ihr müsst wissen, dass sie überall sind. Mordar ist ein mächtiger Dämon. Der Untergang von Lamaria. Endlich glaubt mir jemand. Es gibt apokryphe Quellen. Dieser Ort Lamaria, es ist ein exischer Name, der legendäre Ort des Feuers, Shah-Nas-Bar, eine Schicksalsdämonin, Heskatet. Ihr müsst mir glauben, die Echsen sind überall und ihr Name ist Vajat. Die Krakonier wohnen am Meeresboden. Oh ja, ich habe schon einmal einige davon gesehen. Wir haben einst eine Expedition nach Vajat unternommen. Wir haben sie nicht gefunden, aber wir sind auf die unterirdische Stadt Jahalzaugot getroffen. Sie ist riesig. Tatsächlich. Ja, Isarun wirkt ein bisschen hilflos. Sie möchte aber den doch sehr bekannten Magus nicht vor den Kopf stoßen. Hört sich das alles erstmal höflich an und stellt... Ich weiß, dass ihr schon einmal gegen die Drachen gekämpft habt, dass ihr Xyx besiegt habt. Ja, das ist... Der, dessen Name man nicht nennen darf. Der hat aber mit dem Meer eher weniger zu tun, glaube ich. Es ist alles miteinander verbunden. Alles. Währenddessen betrachtest du seine fleckige, graue Robe mit diesen ganzen Flicken, die darauf sind. Irgendwelche Risse, die er sich zugezogen hat. Ja, ich versuche ihn mal langsam zu einem der Sessel zu bugsieren, weil ich echt Angst habe, dass er sich gleich irgendwie in Rage redet und dann umfällt. Und schenke ihm etwas Tee nach. Ja, wenn du ihn so anblickst in sein Gesicht, ist er verwirrt. Er wirkt ein bisschen auf dich wie so eine zerstreute Eule. Oder einfach wie paranoider alter Mensch. Ja, also... Ja, er fängt jetzt wieder an mit einer langen Monographie, er redet und redet und seine Sätze sind grammatikalisch korrekt, aber eigentlich nicht. Und gleichzeitig ist es so schwierig, ihm zuzuhören und du versuchst dann irgendwie Höflichkeitsflosseln einzubinden und zu nicken und ja zu sagen, wenn er irgendwie seine Sätze beendet hast, als ob du verstanden hättest, weil gepflegtes Parlieren im Winsalter Salonstil ist das irgendwie nicht. Ich würfel mal eine Selbstbeherrschungsprobe. Also es geht wieder, wie immer, um irgendwelche Weltenverschwörungen. Die Echsen sind an allen schuld. Man kennt das schon. Also du hast schon die ganzen Sachen aus irgendwelchen Magierschriften von ihm gelesen. Aber wenn er jetzt mit Skorpionschrecken anfängt und Chaosgiften und Chimären, es ist einfach unglaublich, wie er immer von seinen komischen Bandkomponenten zusammen... Ja, es ist... Der große Schwarm ist überall. Ja, ich versuche das Gespräch so ein bisschen auf die Unterwelt von Fasar zu lenken, weil davon haben wir tatsächlich nicht so viel gesehen und vielleicht kann der noch etwas dazu erzählen. Vielleicht hat er sie selber schon mal... Ja, perfekt. Er wurde auch schon mal in Fasar entführt und war auch schon mal in den tiefsten Grüften und fängt dann natürlich auch nochmal an mit einer... du kannst auch nochmal die Namen ins Gespräch bringen von Bülmaresch und Bülmasar. Er erzählt dir dann eben davon, dass es eigentlich Erzdämonen sind, die vor langer Zeit in der komischen Wüste vergraben worden sind. Das sind natürlich auch alles Echsen. Also so ein bisschen dieser Stil, den du schon von den Zwergen kennst, dass alles, was irgendwie... Insektoides ist wohl auch irgendwie mit den Echsen zusammenhängend. Das hattest du ja damals schon gehört vor ein paar Tagen, aber er scheint das wohl zu bestätigen. Währenddessen bekommt Abel mir erklärt, was man alles in diese Armschienen reinbinden kann und wie teuer das doch wird, während Kadir Ukarim sich die Hände reibt und möglichst viel versucht, da rauszuholen. Gerade wenn er das jetzt eben auch sieht, dass das Endurium ist. Wenn sich jemand Endurium leisten kann, dann muss er sich eben auch die Zauber, die Matrix leisten können, die nur Kadil Okerim in diese Matrix reinweben kann. Das kostet natürlich extra. Natürlich. Aber er ist ein Meister seines Faches, unbestritten. Das ist er. Nur von den Besten. Nur von den Besten. Gut. 3 Stunden später könnt ihr wieder aufeinandertreffen.
Die anderen kämpfen immer noch mit dieser scharfen, grünen Soße, die ihm aus ihren Mundwinkeln läuft. Jalans Zunge ist ein bisschen blau geworden. Und ihr bekommt alle eine SE auf Philosophieren, während ihr euch 3 Stunden im Maraskana-Viertel umhergetan habt. Siehst du, Rafim, das war doch eine sehr lehrreiche Erfahrung. Ich finde, das war wirklich lecker. Aber etwas hat es mit meiner Zunge angestellt. Astrabon wusste schon, wieso er diese Pflanzen auf die Giftinsel verbannt hat. Aber ich mag, dass diese Leute immer sagen, dass die Welt schön ist. Und jetzt können wir es ja auch die nächsten 5 Jahre wieder lassen. Weil die Welt ist doch schön, nicht wahr? Ich brauche, glaube ich, noch ein Bier, um das runterzuspülen. Guter Plan. Boltax hat ein schönes Tuch für seine Haare und für seinen Bart gekauft. Bartik. Und du hast mittlerweile auch deinen maraskanischen Namen im Maraskaner Viertel angenommen. Boltaxijian. Boltaxijian, das ist ein sehr schöner Name. Bisschen lang, meinst du nicht? Ein bisschen ein Zungenbrecher. Geht. Guter Mann, ich hätte gerne 2 Bier. Jalan, würdest du wohl zahlen? Ja, ich bezahle den Mann. Ich hole mir erstmal Nabel wieder. Ja, können wir jetzt endlich hier rausgehen? Weil wenn ich noch einmal höre Bruder, Schwester, Fremdici, dann drehe ich irgendwie den Hals um. Wir treffen dann zu Hause die anderen wieder. Jetzt geht's meiner Zunge besser. Viel besser. Ja, nehme ich an, ne? Viel, viel besser. Na gut. Abemir, wie war euer Termin? Sehr erfreulich. Der Meister selbst hat sich meines Problems angenommen. Ihr meint den Vihas dann auch gleich? Kadim Okarim. Ja, sage ich ja. Gut, ich denke, wir sollten uns entschließen, uns Oklans Schiff einmal zu betrachten. Ich finde es immer noch sehr vernünftig. Ich finde es immer noch nicht vernünftig, in eine Akademie zu gehen, die Drache im Namen hat. Kann noch nichts werden. Die waren sehr, sehr freundlich dort, auch wenn mir der gute Rakurium mein halbes Ohr abgekaut hat. Ja, das hat Mira ja auch mal gemacht. Ich meinte es eher bildlich gesprochen, aber ja. Apropos Ohr, wisst ihr noch das Ohr, das ich einmal geschenkt bekommen habe? Ja, das hast du doch immer noch dabei, oder? Ja, das habe ich als Talisman dabei. Sehr vernünftig. Wenn man nur geschenkt bekommt, dann muss man es auch behalten. Ja, um die Ohren zu spitzen. Der war gut. Ich denke, wir kümmern uns lieber relativ zügig darum. Nicht, dass am Ende noch jemand ablegt und wir allein hier stehen. Das wäre blöd. Ja. Wollen wir wirklich... Ich stelle nur theoretisch die Frage, findet ihr nicht, dass es auffällig zufällig ist, wie er mich traf? Vielleicht ist das nur meine Paranoia, aber... Was willst du machen? Ist ihm ein Respondarum in den Themen mischen und ihn fragen, aber lässt du für Xera an? Das ist doch eine gute Idee. Wir sollten aufmerksam sein. Gut, will das jemand machen? Ich hab noch eins. Ja, wieso? Wir halten ihn fest und dann kippst du ihm das rein. Ugdan ist unser Freund, Rafim. Wir werden ihn nicht festhalten und ihm irgendetwas einkippen. Außer vielleicht mehr Wein, wenn er nicht stehen kann. Außer das ist eine alanfanische Sitte in dem Fall. Ich weiß nicht, wenn Rafim sagt, das ist in Ordnung. Ja, das ist nicht in Ordnung. Freunde ist immer ein sehr weit gefasster Begriff, ne? Fragt ihn offen heraus und wir sehen uns seine Reaktion an. Wir können ihn einfach fragen, woher er sein ganzes Geld hat. Naja, da er mit Mendene handelt, habe ich da eine gute Idee. Ja. Und irgendwoher muss er aber das Startkapital gehabt haben, oder? Ja, vermutlich aus seinem Konto. Wieso fahren wir nicht mit der Seeadler? Wollt ihr euch wirklich alle auf Deck aufreihen, diesen Anstellungstest machen, dann eine Woche lang hart arbeiten, euch sicherlich, so wie ich Rafim kenne, mit mindestens 3 verschiedenen Leuten schlagen und dann bei Feuerbach mit einem Ruderboot abgesetzt werden? Und sich dann durch die feindlichen Linien schlagen, ja, wenn ihr durch Hafaks Linien durchkommt und dann in eine belagerte Stadt eintretet, von vorne. Wenn wir mit Ugdan fahren, sind wir schon gedeckt und in der Stadt. Ansonsten müssten wir so eindringen.
Nun, ich kenne mich mit Schiffen nicht gut aus. Ich kann nicht beurteilen, wie das Schiff von diesem Ugdan aussehen wird, ob es der blutigen See standhalten wird. Wir wissen, dass die See der Adler es kann. Lass das meine Sorge sein. Wenn es ein Seelenverkäufer ist, können wir immer noch mit Sanin fahren. Ja, außerdem, wenn er Handel mit Mendena treibt, dann macht das ja öfter. Man wird ihn vermutlich kennen und entsprechend wird dies ein weiteres Maß an Misstrauen von uns lösen. Außerdem muss das Schiff die Reise dann ja schon mehrfach überlebt haben. Sonst wäre es ja nicht hier. Oder er lügt uns an. Ich sagte nicht, dass er verxieren, aber wir sollten sehr vorsichtig sein. Und aufmerksam. Danke, das sind wir doch auf immer. Jeden Fall mit Xeran. Inwiefern er sich dabei schuldig gemacht hat und in welchem Ausmaß. Das ist schon ein bisschen Schmuggel unter Freunden. Richtig, wenn der Preiausgeweihte das sagt, dann kann der Rest von euch doch auch mal einlenken. Ich bin kein Preiausgeweihter mehr, Raphim. Aber du warst mal einer. Vielleicht hat das eine direkt mit dem anderen zu tun. Haltet beide euer Maul. Siehst du, jetzt ist er gereizt. So finde ich das gut. Und jetzt gucken wir uns das Schiff von dem Sklaventreiber an. Ach, los geht's. Wenn ihr wieder im maraskanischen Hafen eintrefft, könnt ihr die alanfanische Weiterentwicklung der Bireme begutachten. Die Dromone, die sich hier vor euch als langgestrecktes Schiff aufbaut. Zwei versetzte Riemenreihen, die von alanfanischen Rudersklaven bemannt werden. Zwei havenisch getackelte Hilfsmasten, die hier wohl weniger aufgrund von fehlenden Matrosen zum Einsatz kommen. Es gibt einen Ramsporn, der ebenso mit Metallplatten verstärkt worden ist und zahlreiche Enterbrücken, über die man dann anlanden könnt. Und wenn ihr euch das Ganze betrachtet, es gibt wohl weitere Kampfplattformen, könnt ihr im Inneren auch deren Ladung begutachten, die nur sehr schlecht abgetarnt worden ist. Und man kann die Ladung bzw. die Fracht erraten. Es handelt sich um viele, viele Rudersklaven, Minensklaven, Haussklaven und zusätzlich auch wohl einige Tabakkisten oder Reiskisten, Seide, alanfanische Seide. Ja, genau das. Ballenweise. Oh, was ein schönes Schiff. Oh, schaut euch das doch mal an. Einige von den Sklaven sind tatsächlich auch in Käfigen gehalten und haben nichts zu tun. Ich betrachte mir das erstmal von außen. In welchem Zustand ist der Kahn? Wie seetauglich ist er? Seetauglich ist er. Er ist vor allem auf den Krieg ausgerichtet, würdest du sagen. Nicht so sehr für den Handel. Okay, sieht man irgendwo eine Marke oder eine Einbrennung von der Werft? Alanfanisch geprägt. Okay. Ja, also durch und durch alanfanisch. Die bauen solche Kriegsschiffe. Und du kannst tatsächlich auch den Namen vorne erkennen, Adenamaro. Ja, wenn wir irgendwann drauf sehen. Also es ist ein ziemlich stolzer Chef, Ogdan. Ah, sie, Signore. Ziemlich großes noch dazu. Wie kannst du dir das leisten? Ja, nun, man wird Kapitän, man wird befördert. Das ist der Lanfa. Ihr solltet das auch einmal besuchen, unbedingt. Auf ihm sagt das auch immer. Sie erkennen ja, Kompetenz. Und ja, ist wunderschön da. Dementsprechend Macht. Genau, ja, Lan, du könntest auch Kapitän werden. Ich war schon mal Kapitän. Ja, von einem richtigen Schiff, meine ich. Ich war Kapitän eines richtigen Schiffes. Wollen wir das jetzt hier ausbreiten? Eine niedliche kleine Lorcher. Eine Lorcher, ja. Aber die gehen so schnell unter, ihr müsstet einmal sehen, wie viele wir schon gerammt haben. Das müsste irgendwo im Logbuch stehen. Ihr schreibt das also auch noch auf. Merci. Du bist schon ein hinterhältiger Schockhof dann. Si, Senor. Aber ich denke, diese Sklaven machen sich gut. Sie sind zwar etwas abgemagert, möchte ich meinen, brauchen etwas Essen, aber... Ah, er zuckt so ein bisschen mit den Schultern. Besser noch als die Elefanten und die Pferde, die wir vor einem Monat nach oben gefahren haben. Oh, Elefanten! Die kaufen Verkauft das? Ihr dieses Menschen nach Mendena? Si, vor allem an das Kontor Pascal Florios. Was machen die mit denen? Ist mir egal. Schon klar, aber nun, du wirst doch einen Plan haben müssen. Ich meine, Xeranien liegt im Krieg. Wie können die sich Werfen und Elefanten, hast du nicht gesehen, leisten? Müssten die nicht Waffen und Stahl und Brandöl kaufen? Ja, klammert doch so raten, was die mit denen machen.
Glaubst du, wir fördern... na gut, wir haben hier etwas Tabak, das ist sicherlich für die höher gestellten. Wir haben hier etwas Reis, aber das reicht nicht, um die alle zu ernähren. Das sind schwarze Männer, die sind böse, das solltet ihr wissen. Sagt ihr, die essen die? Soldaten, Jalan, Kriegsmenschenfutter für die Frontlinie. Ich weiß nicht, ich meine, Bauernhaufen sind ja schon unzuverlässig, aber die hier? Seht ihr euch daran, Rafim? Die können keine Schwerter halten. Sag ich doch. Sieh sich an, Rafim. Ja, alles, was Volk ich weiß, ist, dass Volk. Sie lebend ankommen müssen. Aber ist ja euer deren Problem, was die mit ihren Sklaven machen, oder nicht? Gut, und du fährst direkt nach Mendena ein? Sie. Und du kennst die Hafenmeisterei und die Kontore und man wird keine Fragen stellen, wenn wir einfach mit von Bord gehen. Das weiß ich nicht, aber ich lege an und bezahle dann die Buchmacher und die Zunftmeister und die Direktore und die Priester Rosaristums und die Propior und all die Leute, die ich bezahlen muss und dann bin ich ja sicher. Los. Dann bin ich ja sicher, du kannst auch an den hinreichenden Stellen dafür sorgen, dass man auch nicht so viele Fragen über unseren Aufenthalt stellt. Und natürlich von den Gebühren, die wir zahlen müssen, noch eine angemessene Kommission nehmen. Versteht sich von selbst. Ja, sieh, aber das kostet. Seht ihr, ihr seid bekannte Menschen und ich habe den einen oder anderen Steckbrief gesehen. Keine Sorge, ich bin mir sicher, Abel, wir werden in der Lage sein, diese Summe aufzubringen. Wieso ich? Wenn du der Mann mit den Wechselscheinen bist. Wie kümmern wir uns da hinterher drum, ja? Nun gut, wann liegt ihr ab? Wann immer ihr wollt. Gib uns noch ein, zwei Tage, um unsere Angelegenheit in der Stadt in Ordnung zu bringen, ja? Si, Senor. Ich werde dann noch irgendwie am Bug stehen, der Mannschaft ein bisschen beim Arbeiten zugucken, aufs Meer hinausschauen, wenn der Rest sich irgendwie noch umsehen will. Dann, wenn alle bereit sind, abziehen.